ganz harte Streifen und so. Oh, das ist fresh. Oh, es ist kalt. Ja? So kalt wie das, wo wir vorhin durchgelaufen sind? Oh ja. Aber gut. Aber jetzt seht ihr mal wieder meine Segel durch. Friends, eben noch im Schwimmbad habt ihr gesehen, wie ich schön da durch die Gegend gerutscht bin. Bisschen Sonne getankt, bisschen bewegt. Trotz Wettkampfvorbereitung muss man nicht aufs Leben verzichten. Ja? Saturday jetzt noch, genau, 7 Tage noch. Und ich fühle mich eigentlich echt ganz gut. Form ist top. Klar, Training ist jetzt nicht mehr so intensiv. Da muss man halt ein bisschen smart trainieren, aber alles gut. Und um Training geht es jetzt. Ich bin jetzt auf dem Weg ins FitX. Da treffe ich mich mit Tapia. Da werden wir einen Schulter- und Arm-Workout durchziehen. Macht er natürlich außerplanmäßig, weil wir eigentlich beide eher die Push-Pull-Beine-Fraktion sind. Aber er zieht jetzt mein Training mit durch. Hilft mir dabei echt ungemein. Aber dafür sind wir auch ein Team. Ich werde mir jetzt auf dem Weg noch ein Monster gönnen. Und dann seht ihr gleich, was im Workout geht. Tapia überlegt auch, ob er switcht. In den Vierersplit. In den Vierersplit. Ja. Na, ist ja eigentlich verboten laut YouTube. Ja, ist zu viel Stoffertraining. Stoffertraining. Ihr seht hier. Aber ihr seht, guckt euch den Mann an, der ist aufgegangen. Aufgegangen ist alles Trinobol etc. pp. Genau, check mal die Facebook-Seite für eine Info. Genau, check den neuen Facebook. Wenn man es nicht machen soll. Wenn man es nicht, genau. So sollte man es nicht machen. So, wir machen heute Schultern und Arme. Trizeps, ja, genau. Also ein richtig schönes Luxustraining. Ja, aber erstmal ein bisschen Freestyle, um reinzukommen. Erstmal hintere Schulter, ganz ungewöhnlich. Hintere Schulter, drücken zuletzt, oder? Ja, hintere seitliche Rücken. Ja, ist klar. Vorermüdung. Ja, Action. Action, sagt der Tapia, und das machen wir jetzt auch. Ich dachte, ich mache mal so die Hälfte Voice-Over, die Hälfte könnt ihr euch dann einfach so angucken, wenn es dann zum Ende hin ein bisschen actionreicher wird. Ja, wir haben an dem Tag, wie gesagt, außerplanmäßig Schultern und Arme trainiert, was wir beide eigentlich sonst nie machen. Und so sind wir aber auch auf das Thema gekommen, was wir eben auch ansagten. So, ich finde, im Moment ist es halt so, dass es auf YouTube quasi immer so feste Meinungen gibt. Und wer davon abweicht, der hat automatisch nicht recht. Genau wie es im Moment halt gefühlt gang und gäbe ist, dass man immer nur Push-Pull-Beine oder Ober-Unterkörper trainiert. Alles darüber hinaus ist Stoffertraining. Ja, das ist also gefühlt für mich so die gängige Meinung. Und allgemein finde ich dieses Denken, dass alle immer das Gleiche machen müssen oder das eine ist richtig, das andere ist falsch, allgemein im Leben einen nicht sonderlich weiterbringt. Deswegen hatten wir halt auch die Diskussion, ob wir nicht beide mal wieder auf so einen Vierersplit ausweichen. A für den Kopf und B setzt das garantiert auch mal neue Reize. Deswegen haben wir echt überlegt, ja, nicht unbedingt einen Schulter-Arm-Tag, aber einen anderen Split vielleicht zu machen. Also ich, wenn ich jetzt nach meinem Wettkampf in die Reverse Diet gehe und der Tapia vielleicht auch. Ja. So, jetzt läuft hier, glaube ich, der Sound, glaube ich, simultan. Habe ich da vergessen rauszunehmen. Sorry für das. Also ihr seht, wir haben ja, ein sehr konventionelles Bodybuilding-Training absolviert. Erst hintere Schulter, dann seitliche Schulter. Und dann erst ein Push-Movement über Kopf.
Ich war an dem Tag wirklich low mit der Energy. Es war einer der lowsten Tage mit den Carbs, die ich in der gesamten Wettkampfdiät hatte. Aber da will ich mich nicht drüber beschweren. Das Workout sollte durchgezogen werden. Tapi hat mich toll unterstützt, hat mich gepusht, da trotzdem Gas zu geben. Ja, es bringt trotzdem aber nichts jetzt in so einer Wettkampfdiät, sich da komplett zu zerstören, was das angeht. Das heißt, ich hatte am nächsten Tag jetzt auch keinen großen Muskelkater in den Delts oder im Bizeps, Trizeps. Ich habe trotzdem intensiv trainiert, aber halt wirklich nur, ja, sagen wir mal 80% meiner Leistungsfähigkeit abgerufen, kein Muskelversagen unbedingt hervorgerufen. Ja, also wer diese RPE-Skala kennt, ist ja auch so ein YouTube-Ding, oder im Deutschen gibt es auch die Box-Skala, ist glaube ich ziemlich ähnlich. Da bin ich bei 9 auf maximal 10 immer gestoppt, vielleicht bei ein, zwei Übungen mal ein bisschen weitergegangen auf 9,5, vielleicht sogar 10, aber im Großen und Ganzen nicht. Gut, also Quintessenz des Ganzen ist, Leute, nehmt nicht alles für fest Stein gemeißelt, das ist richtig, das ist falsch, gerade wenn es um Fitness geht. Man darf auch ruhig mal vielleicht mal wieder einen Vierer-Split fahren, auch als Naturalathlet. Ja? Gut, ich würde sagen, ich lasse euch mal mit den Impressionen nun alleine. Und genießt den Rest des Videos. Ihr seht später noch, was es so zu essen gab. Und ja, ich freue mich, wenn ihr weiter dran bleibt und wenn ihr die Videos liked und kommentiert und uns sagt, was ihr gerne sehen wollt. Also noch viel Spaß beim Bizeps-Trizeps-Pumpen.
Mr. Tapia, willst du noch was sagen? Achso, ich bin fertig, ne? Ich bin fertig. Both half naked and fully natty. Fully natty? Fully natty. Guckt euch die Gains an. So, Training war? War in Ordnung. War in Ordnung, ne? War was anderes. Und Leute, morgen ist, ich habe keine Ahnung, das denke ich mal heute Abend raus, ob ich Rücken oder Brust mache oder... Ich mache morgen das letzte Mal Beine. Letztes Mal das Knie irgendwie eingeballert wieder. Na, ihr werdet sowieso auf dem Channel sehen, das nächste kommt ein Video von dir. Ja. Ja, heute. Heute. Heute Sonntag. Jetzt. In einer Stunde. Bis dann. So, nach dem Training ist heute das Licht in der Küche nicht an. Ich mach's mal an. Jetzt seht ihr mich besser. Heute ist Low Carb Tag, das heißt 115 Gramm Carbs. Ich mache nicht komplett No Carb. Für mich ist das schon sehr low. Das heißt, es gibt jetzt einen Gemüseauflauf. Ich guck mal, ob der schon fertig ist. Nicht, dass die Linse beschlägt. Oh, sieht schon gut aus, kann aber noch einen Moment. Ich mag den Käse immer so ein bisschen bräunlicher. Das Gemüse ist schon ein bisschen kross. So. Und weil heute Low Carb Tag ist, gibt es ein paar mehr Proteins. Und jetzt habe ich mal ganz spontan ein Käsekuchen gezaubert. Der ist hier drin. Frischkäse, Magerquark, My Protein Flavoring, bisschen Eiklar aufgeschlagen, ein Ei und Prise Salz. Und. Also Cookies and Cream Flavoring, ein bisschen Vanille. Und jetzt bin ich gespannt, ob der was wird. Halt so von den Mengen habe ich das gefreestylt, so wie es in die Makros passt. Kommt gleich mal in den Ofen und dann lassen wir uns mal überraschen, ob das was wert könnte. Jetzt gibt es noch den Brownie. Gramm Schokoway, 10 Gramm Backkakao und 1 Teelöffel Backpulver. Süßen nach Belieben. Ich tue da gleich noch ein bisschen Flavor Drops rein. Chocolate Peanut Butter und dann gibt es da Cashew Butter noch drüber. Hallo, wir haben hier fremde Gäste. Auf dem Balkon. Little Nice Julie. Little Nice Julie. Bei Instagram checken. Ja. So. Der Cheesecake ist im Ofen immer noch. Jetzt so eine halbe Stunde. Ich lasse den noch ein bisschen drin. Und jetzt zeige ich euch, wie man den Brownie macht. Was ich vergessen habe, natürlich 50 ml unsweetened almond milk oder auch ungesüßte Mandelmilch. Oh, so sieht das Ganze aus, angemixt, bisschen duster hier. Schöner Teig, der kommt jetzt in die Mikrowelle. Und da gibt es ein spezielles Verfahren, und zwar muss die Mikrowelle erstmal an sein, wenn sie jemand aus der Steckdose gezogen hat. So, also erstmal 30 Sekunden. Und nach 30 Sekunden sieht er so aus. Schon deutlich an Volumen gewonnen. Jetzt ist er schön weich noch. In der Mitte schön weicher Kern. Wer das so mag, kann ihn gerne so schon essen, ist eher so Sorbet, Soufflé, keine Ahnung, wie man das nennt. Ich mache es aber anders. Ich rühre den jetzt einmal durch. Seht ihr, ist eher so schaumig.
verteile das einmal nochmal alles. Ich möchte ihn nämlich richtig schön so brownie-mäßig ein bisschen fest haben. Deswegen tue ich ihn nochmal. Ja. Eine Minute rein. Und dann soll der richtig schön fest sein. Cashew-Butter. Jetzt nicht wahnsinnig lecker oder spektakulär aus, aber ich schwöre euch, das ist richtig, richtig geil. Gerade wenn man so Schoko-Cravings hat in der Diät oder in meinem Fall Wettkampf-Diät. Schoko-Cashew-Butter-Mix. Bombe. Probiert's aus. Der Belsender Brownie. So, der Käsekuchen ist fertig. Jetzt kommt mal Probe aufs Exempel. Ich glaube, da ist einfach zu viel Flüssigkeit drin gewesen. Ich hätte mehr Frischkäse reingemusst. Obwohl, ja, der Gabeltest ist schon mal kein Teig dran, aber der ist sehr fluffig noch. Muss jetzt wahrscheinlich ein bisschen abkühlen. Boah, ist ja echt in der Küche hier zu filmen. Aber er duftet schon mal ganz gut. Ich habe ihn jetzt ein bisschen abkühlen lassen. Taste-Test für euch. Gar nicht schlecht. Der müsste jetzt halt noch ein bisschen abkühlen im Kühlschrank. Und dann ist ein richtig guter Käsekuchen. Mehr Frischkäse. 200 Gramm Frischkäse bestimmt. Glaube ich. Ich teste nächstes Mal wieder aus und dann seht ihr. Wenn ihr euch das Video heute gefallen hat, wie immer, liken, abonnieren, nennt's Ohren. Und dann heißt es morgen wieder Moin Moin aus Hamburg.